nicht, ob ich das hochladen darf. Ich habe es damit zwar aufgenommen, aber du durftest es nicht livestreamen. Beziehungsweise durftest du es eigentlich gar nicht als Content irgendwie verbreiten. Und das erste Mal, als ich Skull & Bones gespielt habe, fängst du halt an, ohne diese Anfangssequenzen, ohne Tutorial, bla bla, fängst du auf diesem Schiff an. Und auf diesem kleinen Schiff. Und dann springt ein Hai in mein Boot und bleibt halt dort liegen und greift mich die ganze Zeit an. Und ich sterbe die ganze Zeit von diesem blöden Hai, Alter. Und dann gehe ich von Land rechtzeitig noch, um wieder zurückzugehen aufs Schiff, weil ich dachte, okay, ist vielleicht ein Bug, der dann weg ist. Aber halt, der Hai war immer noch auf dem Schiff so und hat mich immer gegessen, immer. Da muss ich das ganze Spiel neu starten. Das war ein bisschen ärgerlich. An so eine Bugs erinnere ich mich doch. Das Late Game konnten wir damals gar nicht testen. Das gefällt mir nicht. Wer soll sich ein Geisterschiff herumtreiben? Und die ganzen Geisterschiffe und so, die lassen wir auf jeden Fall. Dafür sind wir nicht stark genug. Aber das Spiel hat sich gut gemacht und ist gut entwickelt. Das Problem ist, dass alle denken, das ist ein Black Flag Spiel. Also es ist ein Assassin's Creed. Nur rein auf dem Meer, aber das stimmt halt nicht. Du kannst weder schwimmen, noch kannst du rüberspringen zu anderen Schiffen. Noch steuerst du dich halt selber, du steuerst auf dem Meer das Schiff und deine Mannschaft. Und nicht dich einzeln. Und bei Assassin's Creed Black Flag war es eher so, dass die Einzelperson im Vordergrund stand. Das ist hier natürlich nicht. Und viele erwarten dann natürlich, oder gehen mit dieser Erwartungshaltung auf jeden Fall an das Spiel ran. Was meiner Meinung nach falsch ist. Und deswegen sind auch viele enttäuscht über das Game. Ich finde es ziemlich, ziemlich stark. Vielleicht hole ich es mir am 16. Zweiten gerne. Wenn du denn da auch nochmal Feedback da lassen kannst, wäre natürlich noch umso besser, ob es dir denn gefällt, wenn du es wirklich kaufst oder so. Oder man könnte dann halt natürlich auch mal eine Runde zusammenzocken. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen. Warum wollte ich hier anhalten? Wisst ihr den da noch? Warum wollte ich denn hier anhalten? Wollt ihr Handel treiben? Genau, wie Division auf See, genau. Ihr betretet das Lager von Kriegern allein und mit euren Waffen im Holster. Eine weise Entscheidung. Aber wir beobachten euch. Also, was ist euer Begehr? Sprecht frei und gerade heraus, denn allzu blumige Zungen schneiden wir heraus. Ich suche die Schlacht um ihren Mund. Und ehrgeizig wie wir selbst, doch ihr habt niemanden, der für euer Können birgt. Abtrünnige wie ihr bevorzugen meist das Seevolk. Wenn ihr etwas mit ihrem verräterischen Treiben zu tun habt, werdet ihr euren Kopf verlieren. Doch wenn ihr zu eurem Wort steht, dann haben wir etwas mehr für euch. Aber 110 kann man sich nicht. Ach, 110 Euro kann man sich nicht sofort aus der Tasche ziehen, ja? Ich bin ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das Spiel umsonst zu bekommen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen können, sage ich mal, beziehungsweise also doch irgendwo hätte man das schon hergekriegt, die Tät, so weißt du. Oder dass es weh tut oder irgendwo anders extrem fehlt. Aber es wäre halt unnötig gewesen, es wäre halt ein Aufwand oder die 110 Euro hätte ich. Ja, wir fangen nochmal neu an. Also entweder das Spiel hätte ich mir gekauft, ja, für 110 Euro oder gar nicht. So weißt du, ich wollte das volle gesamte Paket haben. So, wäre ich jetzt natürlich nicht in der Möglichkeit gewesen, mit Ubisoft Partner zu sein, die Scheiße umsonst zu kriegen und so weiter und so fort, ist was anderes. Ja. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Ich hätte erstmal erwartet, 1-2 Wochen, dass das Spiel ein bisschen draußen ist, dass es sich vielleicht ein bisschen reduziert vom Preis oder dass ich halt schon mehr weiß, was das Late Game bereithält, ob es sich wirklich lohnt, dafür 110 Euro auszugeben. Ich habe immer gesagt, okay, wenn du 110 Euro ausgibst, dann müsstest du wenigstens pro Euro, wenn du für 1 Euro eine Stunde spielen kannst und für eine Stunde Spaß hast, für 1 Euro, finde ich das gerechtfertigt. Das heißt, du müsstest mit dem Spiel mindestens 110 Stunden Spaß haben, damit sich das meiner Meinung nach lohnt. So habe ich halt immer gerechnet bei Games, so als ich mir Games gekauft habe. Das Problem ist, dass ich irgendwann in diese Schiene halt reingerutscht bin, dass ich auch in einem Verteilerkasten für andere Indie-Entwickler bin
und ganz, ganz viele Games auch zum Beispiel auch einen Deal mit Warner Bros. Habe, dass ich halt die Games halt umsonst bekomme. Das Problem ist, dann kriegst du halt so eine teuren Games, die halt wirklich 100, 110, 120, 130, 40, 50 Euro kosten, diese Premium-Edition. Und kannst die dann halt for free spielen. Und in den meisten Fällen spiele ich die Spiele nicht so sehr lange aus, sage ich mal, wie wenn ich es mir selber gekauft hätte. Ja, das heißt, wenn ich ein Spiel für 150 Euro for free kriege von einem Entwickler, dann teste ich das schon und spiele es bestimmt 60, 70 Stunden. Aber wenn ich es mir selber gekauft hätte, würde ich wahrscheinlich 150 Stunden spielen, quasi auf Zwang, damit ich mein Geld theoretisch wieder raus habe. Also, es ist immer ein bisschen abzuwägen, ob es sich lohnt oder nicht. Für mich, ich bin Piratenfan, ich find's geil, ich guck gerade One Piece wie ein Verrückter. Ich bin gerade übelst in dem One Piece Kartengame drinne, ja. Also, kann ich nur sagen, Ene, mein Lieblingscharakter. Die Karte ist übrigens so teurer als das Spiel. Aber ist eine andere Sache. Und ja, für mich lohnt sich das halt, das einfach zu zocken. So. Das hat halt mit Looten zu tun und sowas mache ich, ja. Es ist halt sehr, sehr viel Looten. Du kannst nebenbei auch mal gerne eine Serie gucken oder einen Film gucken und einfach über das Meer kreuzen und einfach Handelsrouten halt einfach looten, weißt du? Und dann kannst du auch mal schnell, fährst du in die Richtung nach Heimat, nach Hause, gehst auf Boost-Modus und machst dir schnell was zum Essen oder holst dir einen Tee oder so, ohne dass jetzt zwischendurch du übelst viel verpasst. Also du hast doch diese Chill-Zeiten und Action-Time. Und das finde ich halt immer sehr, sehr geil bei einem Game. Vor allem, wenn du ein Spiel streamen kannst, so wie wir wirklich geile Zeit verbringen können, Schnellreise und so weiter und so fort, werde ich immer machen. Ja, damit wir vom Punkt A zu B so schnell wie möglich kommen. Wenn ich es aber für mich alleine spiele, ohne Stream, dann fahre ich auch gerne mal diese halbe Stunde einfach über den See. So, weißt du, kann nebenbei irgendwas anderes machen. Mögen eure Feinde unheimlich. Aber so machen wir hier lieber Schnellreise für euch. Weshalb ich auch mal zwischendurch so viele wie möglich Schiffe loote. Lieferkiste. Gibt's da Events wie Monster oder so, wo mehrere. Ja. Naja, hör mir auf. Schlechte Erfahrung gemacht. Ein Verlust des Gegners oder der. Ich glaube, ich habe einen Missionsgegenstand verloren. Das zeigt er mir immer wieder an. Hier oben ist nämlich Kuraribu. Da können wir gerne mal hinfahren. Und da steht, siehst du schon, erlege die monströse Meereskreatur. Und das Ding ist einfach. Oh, das hat mich so auseinandergerippt. Und da hatte ich mein ganzes Schiff voll beladen und ich war in der Nähe und dachte, ich guck mal kurz vorbei und ich bin nicht mehr weggekommen. Und das hat mich nur auseinandergerissen, ich kam dann nicht mehr weg, hab meine ganze Fracht verloren, war alt umsonst, die Stunde davor looten war einfach weg, so. Oh, das hat mich so geärgert, Alter. Ruf Ubi an und klär mir ein Exemplar. Naja, ich hab ja Ubisoft schon angerufen, hab ein Exemplar für mich geklärt. Und ich durfte zwei Premium-Versionen durfte ich an meine Community verlosen. Also ich glaube, ich habe gestern 330 Euro von Ubisoft geschenkt bekommen. Ich glaube, ich kann da nicht nochmal anrufen. Ja. Das Einzige, was halt als Bedingung da ist, ist, wenn wir 5000 Follower auf TikTok oder 10.000 Follower auf YouTube erreichen, dann gibt's nochmal einen Key. Das ist das Einzige. Aber ansonsten kann ich dann nicht einfach anrufen und Keys verlangen, wie ein Blöder. Partnerschaft ist ja auch was Cooles so. Ist bestimmt Endgame. Naja, das Vieh ist nicht Endgame. Das ist ab Stufe 6. Ich bin Stufe 5 quasi. Sasuke schreibt noch, ich bin jetzt Piratenfürst, Level 10 und mein Schiff ist kurz vor 11. Das ist am Ende Grind. Sasuke, naja, gut. Bist aber selber ein bisschen schuld. Ich meine, das Spiel ist heute erst raus, quasi für Leute, die Premium-Version gekauft haben. Der offizielle Release ist am 16. Wenn du da schon so reingegrindet hast, Respekt, ziehe ich meinen Hut davor. So viel Zeit konnte ich leider nicht investieren. Und dann frage ich mich halt, wann du angefangen hast. Weil wenn du quasi alle Nebenmissionen machst, die ganzen Schatzsuchen-Sachen, also wenn du wirklich alles machst, dann schaffst du es auf jeden Fall nicht,
Piratenfürst zu werden mit Level 10 in der Zeit, in der das Spiel die Möglichkeit dir geboten hat zu spielen. Wenn du jetzt die Open Beta mit einrechnest und mit heute. Es kann natürlich sein, dass du das Spiel als CD bekommen hast oder dass du ein VPN benutzt hast, um das Spiel halt früher zu spielen. Das haben manche getan. Schade, dann kommt ein Tag zu spät. Schade, dann kommt ein Tag zu spät. Ja, leider, ja. Wir haben es gestern verlost um 18 Uhr. Und um 19 Uhr haben wir dann selber angefangen zu zocken. Also, aber wir haben nur für die PlayStation 5 verlost. Ich durfte mir eine Plattform aussuchen. Mit Ubisoft, wo ich selber spielen will. Und auf der Plattform, wo ich selber spiele, darf ich die zwei Codes sozusagen in meine Community verlosen. Das war sozusagen ein bisschen der Deal. So, genau. Ich frage mich, was hier der Fokus der Mission ist. Und hier ist auch noch mal eine Mission, irgendwann. Babys. Aus der Tiefe. Da siehst du schon, 6. Also mein Schiff muss mindestens ein 6er Schiff sein. Wir werden. Denke ich mal, die Mission weitermachen. Ich spiele seit 4 Tagen so. Naja, war ja Beta und die letzten 3 Tage und mit Neuseeland-Trick auf Xbox ging es nochmal 24 Stunden, also. Okay, ja, gut, aber die Beta war ja auch begrenzt. Also, ich fühle auf jeden Fall dein Grind. Muss auf jeden Fall utopisch gewesen sein. Hast ja nichts anderes gemacht, außer zu zocken, so. Da ich mit Ubisoft bepartnert bin und diesen Neuseeland-Trick und so auf der Xbox und so Sachen schon mal gehört habe, distanziere ich mich da natürlich von. Bin ich kein Fan von. Hast du Multistream? Ja, ich streame auf. Wir streamen auf TikTok, Twitch und YouTube gleichzeitig. Deswegen. Also. Überall erzählt man Kann sich. jeder gerne machen, wie er möchte. So. Je größer das Schiff, desto größer die Bürde und eure Flotte wächst. Ja, das kann aber rüber. Haben wir eigentlich Teer gesammelt? Nee, weil wir haben gar kein Teer gesammelt. Wir sind eigentlich los, um diese blöde Teer zu sammeln. Was haben wir gemacht? Alles andere außer Teer. Ja, Twitch heißt ja auch Gebrüder Games. Wer liest, Wo ist mit UE? kontrolliert die Zeit. Ich helfe gern. Es heißt, die Juwelen auf der Krone hätten das Mondlicht reflektiert und so bei Nacht den Palast belohnt. Als der umbuanische König Mwenge gestürzt wurde, entkam er mit seinem größten Schatz, der juwelenbesetzten Krone. Man munkelt, dass er immer noch an der afrikanischen Küste herumstreift. Wenn ich ein eigenes Schiff hätte, würde ich in Groß-Okuta anfangen, den alten König suchen und ihn um seine Krone erlangen. Können wir mal das mal machen? Skurlock glaubt, er könnte mit den Franzosen aufhalten. So was? Wir gehen jetzt erstmal zu ihr. Aber Ausrufezeichen Twitch müsste eigentlich funktionieren, aber. Wer weiß. Moin! Antikörper 85. Ist der Gamer Anti wahrscheinlich, oder? Ja, wir machen Na, mal was mit ihr trinkt ihr quatschen. heute? So. Zuckerrohr findet man leicht. Die Kunst liegt darin, es so zu verarbeiten, dass man es auch verkaufen kann. Trefft mich in eurem Kontor und ich mache euch mit allen Tricks vertraut. Was ich muss es schade finde, ist zum Beispiel das Tattoo an ihrem Hals und so. Es sind ein paar Details, die manchmal sehr verschwommen sind. Viel Glück wünsche ich euch. Aber Problem ist,
Was Gute ist, ist gar kein Problem. Ich komme aber aus einer Generation, wo Grafik nicht wichtig war. Ja, und ich habe auch nie Spiele gespielt, weil sie eine krasse Grafik hatten. Nie. So, das war für mich nicht interessant. Für mich war immer interessant, was hinter dem Spiel steckt, so. Und wenn es dazu noch eine krasse Grafik gab, dann umso besser so. Aber ich spiele bis heute gerne Factorio. Das ist einfach mega geil. Hopp, hopp, die Zeit rennt. Der Rum macht sich nicht von allein. Die meisten von ihnen sind in Ordnung. Und sie machen den besten Rum im ganzen Indischen Ozean. In dieser Brennerei machen wir aus euren Beutezügen Gewinn. Anders gesagt, ihr bringt uns das geborgte Zuckerrohr und wir verwandeln es. Weißer Schädelrum. Er verkauft sich so schnell, wie er getrunken wird. Von der Roten Insel bis nach Niederländisch-Indien erzielt er Höchstpreise. Solche Qualität erfordert Können. Lasst das Zuckerrohr hier und kehrt erst wieder zurück, wenn wir mit unserem Zauber fertig sind. Okay, veredle dein Zuckerrohr, um weißer Schädelrum herzustellen, für kommende Aufträge zu lagern. Nutze die Zeit zur Fertigstellung weise, indem du noch mehr Zuckerrohr sammelst oder deine Produktion auslieferst. Okay. Was steht heute an? So was liebe ich ja. So was liebe ich ja in Games, weißt du, ich meine? Wenn du so was machen kannst, weil das hat so einen endlosen Touch. Antikörper habe ich auch überlegt, ob. Wir haben damals. Ich und meine Familie und der Freundeskreis von mir und von meinem Bruder zum Beispiel, wir haben damals Rallyes durch ganz Brandenburg und Berlin organisiert, ja? So Autorallyes, ja? Und jeder musste sich verkleiden. Und da haben wir so viele Mottos gehabt, dass wir alle möglichen Verkleidungen noch zu Hause haben. Habe ich auch überlegt, ob ich mich als Pirat verkleide, aber dadurch, dass ich halt endlich krank bin und heute früh arbeiten war und gemerkt habe, ey, nee, das geht nicht. Habe ich dann gesagt, komm. Ich chill lieber zu Hause. Wenn ihr verkaufen wollt, wollt ihr natürlich die besten Angebote für eure Waren. Da kommt das Handelsregister ins Spiel. Im Handelsregister finden sich alle Informationen über unsere Kunden, die für schnelle Lieferungen Höchstpreise zahlen. Eure Aufgabe ist es, ihnen die Waren zu bringen. Auf dem Rückweg solltet ihr euren Gewinn in Zuckerrohr investieren. So haltet ihr die Brennerei am Laufen und erzielt Gewinne, während ihr euch da draußen einen Namen macht. Vergesst nicht, euch die Versorgungswege anzusehen, bevor ihr geht. Überall warten Schätze nur darauf, von euch gehoben zu werden. Im Auftragsregister werden Aufträge von verschiedenen Kunden im ganz Indischen Ozean angezeigt. Wenn du einen Auftrag abschließt, erzielst du große Gewinne und steigerst deinen Ruhm. Sei gewarnt, dass solche Belohnungen ein redliches Bemühen voraussetzen. Du kannst während einer solchen Lieferung in Schnellreise nicht benutzen. Bei Lieferungen könntest du zum Ziel anderer Abtrünniger werden, die dir deine kostbare Fracht stehlen wollen. Hüte dich vor einem Hinterhalt durch eine Flotte Abtrünniger, sobald du das Piratenversteck verlässt. Sei stets bereit zu kämpfen oder zu fliehen, sonst könntest du deine Ware verlieren. Okay. Alles klar, machen wir. Und dann können wir gleich mal hier gucken, ob es neuen Zucker rum gibt, wa? Du schon so weit und ich nicht.
Alles gut, Stan. Achso, ihr habt die gleichen Farbe, deswegen habe ich jetzt mich gewundert, warum Antikörper schreibt du so weiter nicht. Stan, alles gut. Ich mach nur Aufträge. Ich werde danach versuchen. Den Bauplan für ein neues Schiff zu bekommen, das ich auf jeden Fall carryen kann. Aber vielleicht behalte ich auch mein Schiff momentan. Ich weiß auch nicht, ob ich Kanonen herstellen kann. Vielleicht kann ich Kanonen herstellen und die denen geben oder so. Ja. Das Schiff, wie du es bekommen hast, was meinst du damit? Das Schiff ist ja nur die Hulk. Du kriegst ja zuerst das Schiff hier. Das zeigt er nicht mal an, das finde ich schade. Dass er nicht hin und her springt zwischen den Schiffen. Du hast ja einmal die DAO. Siehst du das überhaupt? Nee, das ist hier noch meine Kamera drüber. Warte mal. Du siehst die DAO drüben, ja? So, damit fängst du ja an, das ganz kleine Schiff. Und dann kriegst du ja die BEDA. Das ist das erste Schiff, was du kaufst, ja? Und das zweite Schiff ist halt die Hulk, die ich habe. Mehr ist es nicht, Digga. Ja? Das ist auch die Frage, ob ich... Aber das erste noch. Du hast noch das? Das kann nicht sein, du warst doch schon auf 5, oder? Du hast doch das Schiff. Gesamte Fracht ins Lagerhaus machen wir mal. Was ist das Schiff? Weil... Hier habe ich ja auch überlegt, guck mal. Werde ich glaube ich auch machen jetzt. Nimm alle drunter. Auch alle Waffen. Nein. Ah, was ist das denn? So, genau. Schiff wechseln, genau. Meine Flying Lamp. Ja. Das Schiff. Das ist ziemlich geil. 6 von 6. Auch ganz cool. Guck mal, das ist nämlich auch nur ein Einzerschiff. Gesamte Fracht ins Lagerhaus verschieben. So. Und hier werden wir nämlich auch mal gucken, dass wir vielleicht... Finde ich fast geiler, muss ich sagen. Das Gelb. Was auch wild aussieht, Alter. Ja, guck mal, das Schiff wird ja nur gelevelt durch die Sachen, die du raufpackst. Ja. Darfst ja nicht vergessen. Du siehst ja sozusagen unten die Kanonen. Du siehst ja unten die Kanonen. Unter mir sozusagen.
Und da siehst du ja dann auch, dass die verschiedenen Dinger dann halt auch dein Level steigern, ja. Wenn du ganz rechts unten guckst, da siehst du ja dann, ich bin kurz vor Level 5. Und Panzerung bin ich jetzt zum Beispiel, habe ich Eiserne Hülle 2. Ja, da will ich Eiserne Hülle 3 zum Beispiel. Die sorgt dafür, dass das Schiff dann echt krass gepanzert ist. Und hier hast du Vollkanone 2. Und die hier, die kann, die werde ich alle verkaufen. Genauso wie Bombarde 1. Okay, kann man machen, aber ist nicht so geil, Bombarde, weißt du, was ich meine? Dafür sind die Kanonen halt hier, mit den Stacheln drauf. Segel Calverine 1 und 2 habe ich jetzt gekauft. Und 2 wollte ich jetzt eigentlich bauen noch. Das Schiff sieht schon geil aus. So, wir nehmen den ganzen Rum mit. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war jetzt. Da war ich gestern, genau. Ja, aber ich bin nicht so weit. Du hast ja in der Beta viel, viel weiter gesuchtet, Stan. Also wir müssten eigentlich gleich auf sein. Muss doch das Zeug abliefern, genau. Ja, dann sind wir ja gleich weit, Digi. Ich hätte euch nie für so ehrgeizig gehalten, aber der ganze Hafen spricht von euch. Achso, ich hab alles im Lagerhaus, wa? Bis bald. Ich wollte noch schnell nach den Kanonen gucken. Andere Kapitäne beginnen euch zu fürchten. Holzteer und Bronzebahn fehlen. Ich mach mal ein Foto von. Dass ich immer ein Foto parat habe. Weil ich dafür wirklich brauche. Weil die Kanonen will ich, muss ich zweimal bauen. Immer für rechts, immer für links. Ich hab Stahl in den Adern. Und dann Bombarde 2, da fehlen auch nochmal Bronzebahnen. Benötigt 4, ich habe 3. Die könnte ich mich auch nochmal kaufen. Und dann kommt es ja hier drauf an. Das wäre ja noch viel geiler. Brandvollkanone 2. Ich habe jetzt die Vollkanone 2, glaube ich. Die habe ich vorne drauf. Ich glaube, ich habe aber schon... Habe ich die aufgewertete Kanone schon? Weiß ich gar nicht. Die lilane wäre natürlich noch krasser. Aber am geilsten ist halt die Brandvollkanone 2. Die... Die wird so reinzimmern, Alter, wenn ich die schon hätte. Genau, Mörser werde ich erstmal nicht bauen. Dann gibt es hier, glaube ich, noch Höhle 2. Ja. Du schuldest mir auf jeden Fall, hab echt Bock drauf. Schmeckt. Ja, Antikörper, kannst du ja doch gerne hier mitzocken, wenn du Bock hast, wenn du lustig bist. So, wir gucken mal ganz kurz nach den Schiffen. Ob ich noch bauen kann. Meine Werft gehört euch, Kapteni. Und hier hast du die Schiffe, also... Bedar ist das erste Schiff, was du dir hier bauen kannst. Dann bieten sie dir ein Verteidigerschiff an und ein Escortschiff. Ja, sozusagen. Die sind beide klein und haben beide den Dreierrang. So. Und den Zweierrang, Entschuldigung. Und erst habe ich die gehabt, die Verteidiger. Und jetzt habe ich die. Glaube ich. Sind alte, aber effektive, oder? Schiffe. Erzähl ich Quatsch. Ne, ich hab nur die. Ich hab die Beschützer, genau. Nicht die Unterstützer. Die Unterstützung habe ich nicht genommen. Ich hab nur das Schiff gekauft, genau. Und jetzt ist die Frage, Brandschiff da? Also entweder ich kann auf dem Fünfer sparen, auf dem Bomber.
Aber den haben die ganzen anderen Leute gerade hier. Und die Sache ist, guck dir es an, dass da steht hier kleines Schiff, dann mittelgroßes Schiff und es gibt noch keine Möglichkeit, ein großes Schiff anzuzeigen. Ich denke, es wird noch möglich sein, dass da noch mehr drin ist. Ja. Nachher geht es los, beeil mich bloß schnell duschen und also so 18 Uhr bin ich da, okay. Ja, wäre cool. Ich glaube, das wird sonst schwer, wenn jemand zu finden, mit dem man zusammenzocken kann. Mich und nahm mich auf. Da kannst gerne mal mitspielen, ja. Ziel und seinen Namen. Rahantasu. Drei Master. Stimmt. Ein Master sind die. Zwei Master. Drei Master. Ja, es wird nach oben gehen. Sag ich dir. Also... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein krasses Late Game geben wird, aber irgendwie hoffe ich es schon, weil da muss noch mehr kommen. Es kommen noch große Schiffe, es wird noch mehr dazu geben. 100 Pro, Digga. Eine Black Pearl. Kann sein. Kann sein, dass es eine Black Pearl gibt. Warum nicht? Es soll ja auch die Geschichten über Geisterschiffe geben, die halt überall rumfahren, die man anscheinend ja auch besiegen kann. Und es gibt ganz viele Leute, die haben halt ihre eigenen Schiffe oder so. Es gibt, wird es wahrscheinlich auch noch geben. Irgendwie eigene Schiffe, die du halt nur durch bestimmte Quests kriegst. Aber gut. Plan ist jetzt erstmal. Rauszufinden, was wollen wir haben. Ich muss ja ein Schiff Klasse 3 haben. Ja? So. Wir haben ein Schiff Klasse 2. Eins davon haben wir uns ausgewählt. Jetzt brauchen wir ein Schiff Klasse 3. Ich will nicht gleich auf 5 gehen. Ich will Stück für Stück mich hocharbeiten. Finde ich geiler. So. Jetzt die Frage, was nehmen wir? Feuer? Klasse Segeleichter? Oder ein Slab? Mit der richtigen Bewaffnung kann das den Schiff mit mehreren Gegnern aufnehmen. Angreiferschiff. Angreifer ziehen einen aggressiven Spielziel vor und sind darauf spezialisiert, Schaden und Statuseffekte zuzufügen. Achso, es ist ein Unterstützer. Ach so, ich hab jetzt ein Einsteckerschiff. Ich guck mal, das, wenn du das Foto siehst von dem und dem, ich würde doch immer das hier nehmen, den Sprenger, Alter. Das sieht ja viel geiler aus. Ausbruch. Explosive Treffer haben eine Chance von 50% einer Explosion auszulösen, die in Explosionsradius von 150 Meter 1500 Schaden verursacht. Erhöht Schaden gegen Gebäude um 40% und Explosionsschaden um 15%. Du hast Bug. Und die beiden Breitseiten und Dreier Ausstattung. Bei denen hast du Bug, Breitseite und Achtern. Nach hinten zu schießen. Ich muss nicht nach hinten schießen. Ich glaube, ich nehme das. Wir gehen mal kurz auf Bauplan. Wir machen mal ganz kurz den Test. Bauplan und zoomen mal raus. Ah. Hier sind wir überall lang gefahren. Achso, ich kann keine Schnellreise machen, oder? Achso. Wo muss ich denn hin? Okay, bis nach unten segeln, das kriegen wir hin. Ja, wird ein langes Wochenende. Der 16. ist Freitag, oder? Ja. So, mach jetzt erstmal Pause, bis später.